Hallöchen. So, da anscheinend es ein bisschen Verständigungs- oder Verständnisprobleme gibt, was ich mit meinem Video zeigen wollte, als ich versucht habe, das Diskettenlaufwerk zu justieren, werde ich das jetzt hier mal erklären, was genau ich da gemacht habe und was genau der Amiga da gemacht hat. Das werde ich euch jetzt in diesem Video erklären. Ich habe dieses Diskettenlaufwerk. Das habe ich ja hier geöffnet. Wie geht das jetzt gerade mal wieder auf? Wo war denn das? Da. Das hatte ich ja geöffnet. Habe die Gleitschiene hier geschmiert. Die Schnecke hier geschmiert. Die Köppe gereinigt. Und habe dann versucht, hier über den Motor das zu justieren. So, und jetzt werde ich euch auf dem PC mal erklären, wie ist eine Diskette aufgebaut? Was passiert da, wenn ich jetzt hier versuche, das zu justieren? Weil das scheint man nicht verstanden zu haben, was genau da passiert. So, ich habe hier mal beispielhaft zwei Tracks, obere und untere Seite eingezeichnet. Der obere wäre rot und der grüne wäre der untere Track. Die liegen versetzt, nicht direkt übereinander, sondern leicht nebeneinander halt. Und das sind dann 80 solche roten Ringe auf der einen Seite und 80 von den grünen Ringen auf der anderen Seite. Die sitzen aber so dazwischen, so versetzt. So, jetzt gehe ich mal in die größere Ansicht, weil ich will euch mal zeigen, was passiert hier eigentlich? Was macht das Laufwerk? Was hatte ich versucht? So, für den grünen nehme ich jetzt einen schwarzen Strich als Lesekopf. Versucht habe ich, dass der auf allen Spuren, auf allen 80 Spuren, direkt drauf sitzt. Und für den roten, so. Das hatte ich versucht, dass der mit seinem Lesekopf direkt auf den Spuren ist, von vorne bis hinten durch. Das kann man justieren, wenn das dejustiert ist. Wenn es dejustiert ist, dann liegen beide gleichmäßig, vielleicht so daneben. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und dann kann ich mit dem Drehen am Motor hinten den Kopf nach da oder nach da rüber schieben, dass er direkt auf den Spuren landet. Das Problem bei mir ist jetzt aber, bei Track werdet ihr im Anschluss noch sehen, weil ich das Video mache ich jetzt hier am Ende von der ganzen Sache, ist, dass der eine Kopf, der obere Kopf, nämlich hier jetzt die rote Linie, nicht zum Grün passt. Die sind versetzt. Wie genau, weiß ich jetzt nicht. Wenn das jetzt hier Track 80 wäre, die letzte Spur hier hinten am Ende, da würde der Grüne noch drauf sitzen und der obere Kopf sitzt daneben. Sogar noch ein ganzes Ende da. So vielleicht, dass er es gerade so anschneidet. Das kann ich nicht mehr justieren, weil der eine Kopf, der obere Kopf, zu dem anderen Kopf hin nicht mehr passt. Die passen nicht mehr übereinander. Der obere ist ja auch gefedert gelagert mit einer Schraube an so einem Federblech und so weiter. Und das muss auch justiert werden. Das kann ich mit meinen Mitteln nicht machen. Das Laufwerk ist in dem Sinne hinüber, kann ich nicht benutzen. Das passt vielleicht noch mit den vorderen, passt es sowieso, da kann er es noch lesen. Es kann auch sein, dass er schräge steht. Und die jetzt noch nicht ganz perfekt übereinander stehen, also justiert sind, dass das ganze Paket jetzt insgesamt nicht justiert ist, dass zum Beispiel der weiße sagen wir mal,
der andere, dass der zwar schon ein bisschen daneben liegt, aber der obere, der schräge liegt, leicht schräge vielleicht, dass der noch so drauf liegt. Und je weiter sie nach hinten kommen, rutschen die dann eben immer weiter aus der Spur raus. Bis auf den unteren, der immer noch lesen kann und der obere dann nicht mehr. So in etwa. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen, dass der eine Kopf ist wirklich dejustiert, der passt nicht mehr zum anderen überein. Der untere ist eh sowieso fix an diesem Schlitten. Den kann ich wirklich justieren auf jede Spur drauf. Aber der obere ist dejustiert, der passt nicht mehr mit den Spuren oben überein. Und das ist das Problem. So, das, da muss man sich drüber klar sein, dass die hier genau übereinander stehen müssen. So, nun habe ich es euch erklärt, wie eine Diskette aufgebaut ist. Sie hat Spuren, sie hat Sektoren und so weiter. Es geht aber um die Spuren. Dieser Schreiblesekopf geht von 0 bis 79 Spuren lang. Von hinten nach vorne. Es hat auch einen Anschlagsensor hier an der Ecke für Track 0, für die erste Spur auf der Diskette. Ist hier ein Sensor, damit der weiß, aha, ich bin am Ende, da müssten Spur 0 sein und die muss stimmen. Dieser Motor macht genau einen Schritt. Das ist ein Schrittmotor, der einen bestimmten Schrittwinkel hat. Wie viele Schritte der braucht, um eine Umdrehung zu machen und so weiter, das weiß ich jetzt alles nicht, wie dieser Motor das genau macht. Aber darüber wird das gesteuert. Von einer Spur zur nächsten Spur ist genau hier ein Schritt. Zur nächsten Spur ist der nächste volle Schritt. Nicht wie beim 3D-Drucker, wo die Schritte aufgeteilt sind in 16 Unterschritten oder in 256 oder sonst was. Der Motor macht einen vollen Schritt. Wenn der ein Signal kriegt, dann springt der ein Stück weiter. Das ist genau eine Spur. Und beim Justieren, das habe ich versucht, euch zu erklären, drehe ich den Motor ein bisschen hin und her. Was die Position dieser Schnecke, die ist so eigentlich fest. Die bewegt sich immer in der gleichen Position, immer hin und her. Die verdreht sich sonst nicht. Wenn ich den Motor aber drehe, drehe ich die Schnecke mit. Und somit justiere ich diesen Kopf ganz fein nach vorne oder nach hinten, damit er genau auf der Spur liegt. Bei diesem Diskettenlaufwerk war es aber jetzt so, dass die Spuren von 0 bis 40 passen, aber die letzte Spur, 79 in Anführungsstrichen Track 80, passte nicht mehr. Und auf dem Amiga, was der anzeigt, was damit gemeint ist, wo diese XXX kommen, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Was da passiert, was der da macht. Aber so wollte ich das mal zeigen. Ich muss die Spur lesen, ich muss dann einstellen. Gut, das hat mit dem Programm nicht so 100% geklappt, vielleicht gibt es ein besseres. Aber man kann es mit dem Programm machen, dass ich den Motor halt eine minimal in die Richtung oder in die Richtung, damit der Kopf minimal nach vorne oder nach hinten kommt. Jetzt kommen die hier mit ihren, was kommen die jetzt hier, Bläser, Laub, keine Ahnung was. Hoffe, das stört nicht zu sehr. Ja, mit ihrem Pustern. Mit der Kopf hier minimal hin und her auf der Spur genau drauf trifft. Das kann der nicht. Das schafft dieses Laufwerk nicht. Entweder ist die Schnecke noch zu schwergängig vom Motor her oder die Gleitschiene ist zu schwergängig oder die Köpfe sind allgemein schon verstellt, weil der Kopf hier oben, der untere Kopf, der ist fest. Der Kopf da unten, der ist fest. Der Schlitten ist fest. Der obere ist hier, wie ihr seht, gefedert. Und der ist über die Schraube befestigt. Den kann man wahrscheinlich auch nochmal Stück nach links, nach rechts, nach vorne und nach hinten auch noch mit der Schraube hier einstellen. Aber mit dem
da kann ich nichts machen. Da habe ich nicht das Programm für. Man könnte jetzt theoretisch, es gibt hier Testpunkte auf der Platine hier unten dran. Hier unten sieht man, dass ein Testpunkt mit einem Oszilloskop gucken, wie das Signal aussieht direkt. Aber ich weiß nicht, welchen Testpunkt ich dazu brauche. So. Und jetzt sehen wir uns gleich am Amiga wieder. Dann werde ich nochmal das Programm erklären, was genau dieses Programm macht oder gemacht hat, weil selbst das wurde ja nicht richtig verstanden. Gut, dann sehen wir uns gleich auf dem PC wieder. So, ich versuche das Video nochmal. Jetzt ist gerade Ruhe draußen. Die wurden echt laut hier im Hintergrund. So, ich habe jetzt das Diskettenlaufwerk, was ich nicht justiert kriege. Und ich weiß auch schon, warum es nicht funktioniert. Das hat sich eben in dem vorigen Teil, den ich versucht habe zu machen, gezeigt. Was ich hier mache. Ich habe euch bei Paint gezeigt, wie die Diskette in Anführungsstrichen aufgebaut ist. Ganz grob und ganz grob erklärt, was das Laufwerk macht. Und dass der Motor mit jedem Schritt, den er macht, eine Spur weitergeht. Und das kann ich hier kalibrieren, wenn das nicht stimmt. Wenn der Track 0 nicht mehr findet oder allgemein neben den Tracks liegt, dann kann ich am Motor den so drehen, dass der Kopf wieder ganz minimal, das ist wirklich, wie soll ich sagen, ein Zehntel, ein Hundertstel Millimeter, den ich den Kopf nach vorne oder nach hinten bewegen kann, damit er wieder auf der Spur direkt drauf liegt. Und ich kann hier mit F3 das Floppy-Laufwerk testen. Und mit dem F8 Head Calibration lese ich nur von der Diskette, ob der auf diesem Track drauf ist. Direkt drauf hängt, ob er direkt auf dem Track drauf ist und nicht daneben liegt. Das zeigt das unten auch an mit OK, X Missing, Minus und Plus. Und das ist dieses X, was man gesehen hat, wenn ich jetzt auf Track 79 in Anführungsstrichen 80 gehe, steht da XXX. Das ist Missing, weil er neben dem Track liegt. Er kann nicht mehr vom Track lesen. Es ist egal, ob das alte Daten sind oder sonst irgendwas. Wenn sie formatiert wird, dann wird dort, ich denke mal, 00000 oder 11111 draufgeschrieben. Und neben der Spur ist gar nichts. Da ist nur Rauschen. Aber auf der Spur muss ja irgendwas drauf sein, wo er dann sieht, ah, das Ding ist leer. Und das kann er hier nicht lesen. So. Und jetzt zeigt er mir auch unten an, ab und zu X und ein Minus. Mache ich das nochmal so. Ja, zwischendrin kommt unten auch ein Minus. Das heißt, er liegt neben der Spur. Wie ich es angemalt habe auf dieser Diskette in Paint, liegt er neben der Spur. Und ich kann mit dem Verdrehen des Motors den Kopf auf die Spur schieben, dass er wieder auf der Spur draufkommt. So, der untere Kopf von dem Laufwerk, der nicht federn gelangt, der ist fest, der ist mechanisch fest, der kann sich nicht verstellen. Der obere Kopf hingegen, das hat ja eben im Video gut funktioniert, aber jetzt funktioniert das nicht so. Habt ihr gesehen, jetzt steht er hier fast schon auf gut. Der obere Kopf ist verstellt, der passt nicht zum unteren Kopf. Der obere Kopf, der federnd gelagert ist, mit dieser einen Schraube befestigt, wie auch immer, ist verstellt, verdreht, verrutscht, keine Ahnung was. Und das kann ich mit meinen Möglichkeiten nicht justieren. Das kann ich einfach nicht. Ich kann nur justieren, wenn jetzt der neben den Spuren liegt. Wenn der Kopf allgemein, wenn der bei jedem Schritt neben den Spuren liegt. Dann kann ich das justieren und den wieder mit dem Drehen des Motors auf die Spur draufschieben, in Anführungsstrichen, dass er wieder auf den Spuren drauf ist. So, und ich kann jetzt hier auch einen Read- und einen Write-Test machen. Ich mache hier aber keinen Write-Test auf dieser Diskette, weil ich mir die sonst kaputt mache. Er liest nur von der Diskette. Und das kann ich auch lesen mit F6. Ist ein Read-Test. Dann kann man sehen, dass er das lesen kann.
Es ist ein ganz einfaches Programm. Es liest einfach nur, kann ich den Wechsel zwischen 0 und 1, diese Pulse, lesen. Was ich da jetzt gerade erkläre, ich verlinke euch ein Video unten in der Videobeschreibung. Der erklärt, wie ein Diskettenlaufwerk funktioniert. Er erkennt nicht direkt 0 und 1, er erkennt den Wechsel zwischen 0 und 1. Den Wechsel dazwischen. Und das geht über Zeiten und wie auch immer, er erklärt das. Ich kann das hier sprachlich schlecht erklären. Der liest jetzt einfach nur, kann er diesen Wechsel lesen oder nicht. Mehr ist das nicht. Und wenn die formatiert wird, die Diskette, dann ist da entweder eine 0 oder eine 1 oder es wird 01 01 01, sonst irgendwas geschrieben auf dieser Spur. Und man sieht schon, dass er unten auf der Lower Side Probleme kriegt. Jetzt hat er sogar noch mehr als vorher. Ist egal. Weil ich die Diskette draußen hatte und wieder reingemacht habe, ist egal. Er liegt am Ende. Ihr müsst unten jetzt gucken, wo 70 steht. Da fängt dann 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Das sind 9 Zeilen oder Spalten oder wie auch immer. Das ist jetzt 79, 78, 77, 76 kann er nicht lesen und 74 kann er nicht lesen. So. Und das ist das Ding. Das ist der obere Kopf. Der untere hatte eben auch ein bisschen Probleme, weil es nicht hundertprozentig justiert ist im Moment. Weil ich da irgendwo aufgegeben habe mit dem Einstellen, weil ich dieses Laufwerk, so wie es ist, nicht mehr benutzen kann. Das Diskettenlaufwerk ist kaputt. Da ist die Mechanik jetzt hinüber. Elektrisch ist es völlig in Ordnung, aber die Mechanik hat jetzt einen weg. Und das ist die sensibelste Mechanik an dem ganzen Ding, ist defekt, und zwar die Köpfe. Die Ausrichtung der Köpfe zueinander, zu der Diskette, sind defekt. Es ist ja nur der oberste. Hier steht lower, das heißt unten, upper ist ja eigentlich oben. Man muss sich das umdrehen. Der obere Kopf hier ist untere Kopf. Weil die ersten Diskettenlaufwerke, die nur einen Lesekopf hatten, der war unten angeordnet, nach unten. Der hat von unten gelesen. Und der zweite Kopf, der dazugekommen ist, der ist von oben drauf. So funktioniert das. Der obere Kopf, der federnd gelagert ist, ist hier der Lower Kopf, sagen wir es mal so. Das ist verdreht. Das muss man bloß im Hinterkopf haben. Und der ist oben halt eben verstellt, dejustiert. So. Was anderes wollte ich nicht zeigen. Ich lese hier nur von der Diskette. Hier wird nichts geschrieben und verglichen und sonst irgendwas. Er will nur lesen können, ist da was oder ist da nichts. Das hat auch nichts mit dem Hintergrundrauschen zu tun oder sonstigen Shitkram, den du mir, Dennis, da irgendwie geschrieben hast. Absolut nicht. Die Spur wird formatiert, ist egal, ob da Rauschen drauf ist oder nicht. Da kommt ein Puls, den dieses Diskettenlaufwerk erkennt, ob formatiert oder nicht. Oder ob da Daten drauf sind oder nicht. Dieser Puls ist da. Und neben der Spur ist dieser Puls nicht vorhanden. Da ist gar nichts. Da ist nur Rauschen. So, und er liegt jetzt neben der Spur mit dem oberen Kopf. Er liegt jetzt den Spuren zu weit daneben. Da kann er dann nichts mehr richtig lesen. Er kennt diesen Puls nicht mehr richtig. Das hat auch mit den Zeiten zu tun, die Fehlerkorrektur und. Ich verlinke das Video unten rein, wo das erklärt wird. Dann könnt ihr euch das gerne angucken. Für jeden, dem es nur reicht, das Laufwerk ist dejustiert, beziehungsweise der eine Kopf ist dejustiert, den ich nicht mehr justieren kann, weil das kann ich nicht. Der braucht auch nicht das Video gucken, wer sich da nicht weiter interessiert. Nur darum ging es. Ich wollte hier eben zeigen, ich kann das Laufwerk justieren. Ich ging davon aus, dass es nur eben verstellt ist, dass er bei Track 0 schon so hart an der Grenze liegt, dass er das noch erkennt und nachher zum Ende hin so daneben liegt, dass es
nichts mehr erkennt und dass man das dann vielleicht nur so justiert, dass er immer wieder, dass er ganz genau auf den Spuren drauf ist. Ist hier aber nicht, hier ist der obere Kopf verstellt. Da kann ich da nichts mehr machen mit insgesamt diese zwei Köpfe auf den Spuren schieben. Das kriege ich damit nicht eingestellt, weil ich beide Köpfe gleichzeitig hin und her schiebe mit dem Drehen am Motor. Und das ist hier eben halt an dem Laufwerk nicht möglich. Das ist kaputt, das kann ich nicht mehr benutzen. Wie das passiert ist, weiß ich nicht. Ob es durch ein Runterfallen oder was auch immer passiert ist, ich kann es nicht sagen. Oder ich habe beim Reinigen zu doll gedrückt und habe den jetzt intern, weil der auch noch da gefedert gelandet ist, verdreht oder verstellt oder was auch immer. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls kaputt. Man kann es halt nicht mehr benutzen. Gut, mit der Diskette kann ich es noch. Aber was nützt mir das, wenn ich andere Disketten habe, die auf diesem Ende Daten haben, zum Beispiel die Workbench, dann kann er die nicht richtig lesen, macht Fehler und dann kriege ich das jetzt auch nicht gestartet. Also das Laufwerk ist hinüber, das kann ich in Anführungsstrichen entsorgen. So, darum ging es. Das wollte ich euch erklären, was ich hier versucht hatte mit dem Video hier vor. Gut, dann danke fürs Zugucken und Amiga ist erstmal erledigt. Ich warte jetzt noch auf Teile. Da kommt noch mal irgendwann was drüber, aber in der Zwischenzeit kommt was anderes. Ich kann euch schon verraten, was als nächstes kommt. Ich glaube, PS4 müsste das sein. Lasst euch überraschen. Okay, bis dann. Tschüssi.